Bleibst hinter mir. Tornado Stream. Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Wir sind heute beschäftigt mit Gran Turismo Sport. Und ich denke mal, wir werden mal ein bisschen loslegen. Drücken wir mal Start. Ey, Rinder. So, ich habe mir mal gedacht, zum Auftakt mit Gran Turismo Sport auf meinem Kanal machen wir mal ein paar einfache Sachen. Also jetzt ungezwungen, ganz ungezwungen. Arcade? Nein, wollen wir nicht. Kampagne? Ja, was habe ich da gemacht? Ja, Fahrschule könnten wir machen. Ich würde sagen, wir machen mal ein paar Fahrschule-Sachen. Also ein paar Übungen. Und dann gehen wir mal hier auf... Wo war das denn? Jetzt bin ich zu blöd, oder was? Einzelrennen? Nee, wo war denn das? Kampagne? Ach, da doch, hier, guck. Hier ist ja alles. Ja, zur Streckenerfahrung. Und dort werden wir... hier nachher einfach mal vielleicht ein, zwei, so ein, da so ein Rennen machen. So, aber ich würde sagen, wir machen Fahrschule. Ja, zur Erklärung, wie fahre ich? Ja, mit dem Lenkrad. So gut wie es geht, alle Fahrhilfen aus. Ich fahre mit Handschuhe. Das, jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, warum, wie bescheuert kann man sein? Warum denn Handschuhe? Das hat einfach den Grund, wenn man länger spielt, dann fängt man an zu schwitzen. Und dann hat man wirklich besseren Grip. Das sind ganz dünne Handschuhe, einfach so eine Grip-Handschuhe. Eigentlich sind das so eine, hier von... Motocross. Und bei dem Pedal-System, also bei den drei Pedale-System, was hier unten ist, fahre ich auch mit Schuhe. Das hat den Grund, weil die Pedale sind aus Metall und mit Sorgen tut das weh. So, machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Also wo ich aufgehört habe. Oh, hier sind wir schon. Oh ja, GTR G4, oder? Okay, 39. Übung 39. Alles klar, was soll man machen? Schnelle Runde fahren. Werden wir einfach machen. Und jetzt geht es los. Verschaffen Sie sich einen Vorteil im Rennen, indem Sie den Tankvorgang minimieren. Alles klar, den werden wir den Tankvorgang minimieren. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir mal versuchen, fehlerfrei zu fahren. Versuchen. Wir haben das Wort versuchen, habe ich jetzt gerade betont. Und die Reifen schreien schon. Hier noch aggressiv vorbei an die. Oh, vor mir glaube ich fährt McLaren oder sowas. Oh Gott, das hätte einen Unfall gegeben. Mir voll erschrocken, dass der so runtergegangen ist vom Speed. Ja, reicht. Ah, der ist sogar vor mir draußen. Schön im Windschatten bleiben. Nach Hause, wie ich vorbeiziehe. Jetzt kommen. Kabel hier, geh weg. Jetzt über die Schikane. Alter, mit den Kabeln muss ich mir noch was überlegen, das ist mir zu doof. Das hier. Jawoll! Gold! Mit was anderes gehen wir uns ganz zufrieden hier. Zwar ein bisschen gedauert, Luftprobleme, aber gelöst.
Jo. Geht schon ab. Ja, dann wollen wir mal gleich ins nächste. Oh, jetzt haben wir jetzt sind wir ja schon nah dran. Ne? Subaru WRX. Das Rennen. Mal gucken, was wollen die denn jetzt von uns wieder? Abschluss des Qualifikationsbedingungen. Passen Sie Ihren Kraftstoffverbrauch mit der Kraftstoffmischung an. Machen wir das. Aber wir gucken uns erstmal gleich das Übungsvideo an. Practice driving to save fuel. In the final lap of the race, you will be running out of fuel, but you don't have enough time to. Gerannt. Bleib hinter mir. Gold ermogelt, ey, das ist sowas von dreckig link, Alter, gerade gewesen. Also, ey. Link ermogelt. Na okay, komm, geh mal raus hier. Was gibt's Schönes dafür? Gehen wir mal raus. Kriegen wir für die dreiste Geschichte. Jaguar. Alles klar. F-Type R Coupé 2014. Danke. Okay, das war jetzt eine schwere Geburt hier. Aber wie gesagt, man macht halt hier verrückte Dinge, weil man halt einfach diese Aufgaben schaffen möchte. Aber wir machen jetzt auch mal was anderes. Tägliches Training abgeschlossen. Nein,
nein, das da, das, ja. Den habe ich schon, verdammt. Welche Farbe hat denn der? Oh nö, den habe ich doch schon mal gekauft. So, jetzt werden wir die ganze Sache zu Ende bringen. Ich denke mal, eine 1,27,7 wird drin sein. Werden wir uns jetzt mal am Riemen reißen. Hier nochmal die Handschuhe, weil ich habe nämlich gerade aufgehört. Ich hatte keinen Bock mehr, Mann. Und deswegen brauchte man eine halbe Stunde Pause. War ganz schön anstrengend. Musste was trinken. Und jetzt geht's weiter. Die letzte schnelle Runde. Habe mir jetzt auch andere Kopfhörer aufgesetzt, weil das Problem mit dem Sound ist zu bescheuert. Habe jetzt mein USB-Headset dran. Und los. Wollen wir mal? Und dann den zweiten. Nicht zu viel Curbs. Immer schön festhalten am Lenkrad. Aufpassen, dass er nicht ausbricht. Ah, wieder raus. Reicht für eine schnelle Zeit nicht. Üben wir ein bisschen noch. Jetzt voll durchziehen. Das ist gerade mal der Bronze, Leute. 5 Sekunden schneller. Ey, krass. Jetzt muss man sich mal überlegen, wo soll ich denn die Zeit herholen? Egal. Machen wir es nochmal. Oh, den ersten, ganz bescheuerte Idee. Entschuldigung, wenn ich nicht so viel rede. Ich muss mich gerade wie Sau konzentrieren. Oh, zu viel Curbs. Oh, wenigstens mal unter die 30. Ah, 1,29. Wir müssen 2 Sekunden schneller werden. Ganze 2 Sekunden. Das wird harte Nuss. Das ist eine harte Nuss. Das ist jetzt materialfordernd, wie ich fahre. Eine Sekunde, ich brauche eine Sekunde. Wo kriege ich die eine Sekunde her? Komm, prügeln wir die Karre bis an die Grenze. Los.
Mann, ich will laut Uhr. Eine 1,27. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt. Ja! Ja! Oh. Gold. War das eine schwere Geburt, ey. Heidi, Heidewitzka. Leck mich. Oh. Oh. Ey, habe ich viele Anläufe gebraucht dafür. Oh. Ja, hier kann man schön gerade die Wiederholung sehen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sowas... Oh, ey, ich bin jetzt bestimmt über 2 Stunden hier rumgeeiert. Mit allem drum und dran, ihr kriegt ja hier nur so einen schönen Zusammenschnitt zu sehen. Boah, kann ich was noch an der Stelle sagen? Oh, ich weiß nicht, ob ich damit weitermache mit Gran Turismo Sport. Natürlich mache ich weiter. Hallo? Oh, bin ich fertig. Ich muss erstmal, ey, duschen. Wirklich, ich bin klitschnass. Mir läuft die Soße hier hinten richtig schon runter. Oh. Alles klar. An der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir werden dieses Format so in diesem Stil weiterführen. Wir werden immer ein paar Aufgaben uns vornehmen und einfach fahren. Und natürlich Gold. Nur Gold ist der Maßstab der Dinge. Und dann werden wir mal gucken, ob wir auch vielleicht ein paar Online-Turniere machen. Oder wir machen auch Race Room. Wir werden alles Mögliche machen. Auf jeden Fall möchte ich mich an der Stelle verabschieden. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich werde jetzt duschen und schlafen gehen. Macht's gut. Ciao.